300 Euro Energiegeld für Rentner. Jetzt Chance nutzen, bevor es vorbei ist. Wie können Rentner doch noch die Energiepreispauschale erhalten? Jeder, der eine Möglichkeit hat, sollte sie nutzen. Denn zu verschenken haben wir alle nichts und schon gar nicht an den Staat. Was möglich ist, erfahrt ihr in diesem Video. Was passiert, wenn man versehentlich zweimal 300 Euro bekommt? Auch das erfahrt ihr in diesem Video. Mein Name ist Jutta Martin, ich bin Rentnerin und berichte über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Sichert euch unter diesem Video hier den kostenlosen Report zur Vorbereitung der Steuererklärung und eine Checkliste, natürlich ebenfalls gratis, speziell für Rentner, auch für die Vorbereitung der Steuererklärung. Die Diskussion um die heiß umstrittene Energiepreispauschale ist ja vielen bekannt. Die Auszahlung der 300 Euro Energiepreispauschale ist für den September 2022 vorgesehen, kann aber durchaus auch erst im Oktober erfolgen. Noch besteht auch für Rentner und Studenten die Möglichkeit, sich die Energiepreispauschale zu sichern. Die Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro, die einmalig an alle arbeitenden Menschen in Deutschland ausgezahlt wird, ist jedoch an eine wichtige Bedingung geknüpft. Als Arbeitnehmer muss man am 1.9.2022 in einem aktiven ersten Dienstverhältnis stehen und die Steuerklasse 1 bis 5 haben, also einer von den 1 bis 5. Oder pauschal besteuerten Arbeitslohn, also geringfügig beschäftigt sein. Auch wer selbstständig ist, hat Anspruch. Aber nicht alle Betroffenen haben die Möglichkeit, einen Weg zu finden und diese Bedingung zu erfüllen. Dazu gehören vor allem Menschen mit gesundheitlichen Problemen, wie zum Beispiel die Erwerbsminderungsrentner. Die knallharte Bedingung ist, wer die Energiepreispauschale haben möchte, muss in einer Beschäftigung sein. Die Energiepauschale bekommen nur unbeschränkt Steuerpflichtige mit Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft nach § 13 Einkommensteuergesetz, Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach § 15 Einkommensteuergesetz, Einkünfte aus selbstständiger Arbeit nach § 18 oder mit Einkünften als Arbeitnehmer. Wenn also ein Rentner nicht nur Einkünfte in Form einer Rente nach § 22 Einkommensteuergesetz hat, sondern auch noch Einkünfte aus einer Einkunftsart, die berechtigt ist, dann hat dieser Rentner Anspruch auf die Energiepreispauschale. Schauen wir uns mal die Einkünfte aus § 18 Einkommensteuergesetz an. Das sind Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Dazu gehören auch Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören unter anderem die selbstständig ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit, Dolmetscher und Übersetzer. Habt ihr als Rentner neben der Rente also beispielsweise noch Einkünfte als Autor, weil ihr ein Buch geschrieben habt, so sind das in diesem Fall Einkünfte aus einer freiberuflichen schriftstellerischen Tätigkeit. Oder ihr seid unterrichtend tätig, weil ihr auf freiberuflicher Basis beispielsweise in Unternehmen noch Kurse gibt. Dann erzielt ihr grundsätzlich Einkünfte nach § 18 Einkommensteuergesetz. Das sind Einkünfte aus selbstständiger Arbeit und ihr seid aufgrund dieser Einkunftsart anspruchsberechtigt und bekommt die Energiepreispauschale. Weitere Möglichkeiten sind zum Beispiel nebenbei noch als Lektor, Übersetzer oder Sekretärin zu arbeiten. Manche Handwerker führen als Rentner ihr Handwerk als Hobby fort und fertigen vielleicht wunderschöne Holzarbeiten zum Verkauf. Manche machen auch Kerzen oder Seife selber, die man über ein Kleingewerbe verkaufen kann. Wer eine größere Photovoltaikanlage mit mehr als 10 Kilowatt Peak besitzt, ist Gewerbetreibender. Kleinere Anlagen werden als Liebhaberei vom Finanzamt eingestuft. Da gibt es seit 2022 eine neue Regelung. Bei einer größeren Photovoltaikanlage bekommt ihr in diesem Fall die 300 Euro.
Die Energiepreispauschale wird mit der Einkommensteuerveranlagung für den Veranlagungszeitraum 2022 festgesetzt. Also das heißt, ihr bekommt sie also mit der Einkommensteuererklärung für das Jahr 2022, die ihr im Jahr 2023 abgeben werdet. Solltet ihr quartalsweise Einkommensteuervorauszahlungen an das Finanzamt leisten, dann bekommt ihr jetzt im August einen geänderten Vorauszahlungsbescheid. Die Vorauszahlung wird für das dritte Quartal um 300 Euro reduziert. Ist die Vorauszahlung niedriger als 300 Euro, dann gibt es den Rest erst mit der Einkommensteuererklärung für das Jahr 2022, die ihr im kommenden Jahr abgibt. Wer doch eine Möglichkeit sieht, sich die Energiepauschale zu sichern, muss jetzt also noch schnell handeln. Auch Menschen mit einem Minijob können von den 300 Euro profitieren. Wer als Rentner bei der Minijobzentrale gemeldet war oder selbstständige Arbeit in der Einkommensteuererklärung angibt, erhält auch die 300 Euro. Das Finanzministerium hat vor wenigen Tagen das auch nochmal bestätigt, dass so auch Ruheständler an das Geld kommen können. Wer mehreren Jobs nachgeht, kann trotzdem nur einmal die Energiepreispauschale beziehen. Wer die doppelte Energiepreispauschale, also 600 Euro, bekommt, muss das melden. Denn Betrug bei der Energiepreispauschale kann richtig teuer werden und zu hohen Bußgeldern führen. Ja, und hier nochmal der Hinweis, die 300 Euro Energiepreispauschale sind steuerpflichtig. Das war's von mir heute. Fragen und Anregungen schreibt bitte unten in die Kommentare. Alles Gute und bis zum nächsten Video.